Nach dem Recall-Eklat bei DSDS ist der Aufschrei im Netz groß. Nun fordern einige Zuschauer sogar, dass die Sendung abgesetzt wird. Das Drama um DSDS will einfach kein Ende. Michael Wendler, 48, ist schon lange Geschichte, dennoch reißt die Zuschauerkritik an der RTL-Castingshow. Nachdem die Jury bereits mehrfach für ihr Verhalten im Netz zerrissen wurde, sorgt jetzt immer wieder das Weiterkommen untalentierter Kandidaten für Furcht. So musste kurz vor dem Auslandsrecall auf Mykonos unter anderem Alia Amri, 18, aus Peine ihre Koffer packen. Weil ihr Auftritt allerdings nicht im TV gezeigt wurde, erheben ihre Fans nun schwere Vorwürfe gegen die Sie vermuten, dass Alia nur aus der Sendung geschnitten wurde, weil sie im Casting die goldene CD von Michael Wendler bekam. Stattdessen war die Freude bei Kandidat Shada Ali, 24, groß. Der spaltet schon seit seinem ersten skurrilen Auftritt die Gemüter. Während seine Mistreiter und auch viele Zuschauer die schiefen Töne des Studenten kaum aushalten können, wird er für sein Anderssein von Pop-Titan Dieter Bohlen, 67, jede Woche aufs Neue gefeiert. Nun hat er es sogar in den Auslandsrecall geschafft. Kein Wunder, dass die Kritik im Netz explodiert, denn DSDS-Quoten konnte der massive Gegenwind bisher noch nichts anhaben. Die Frage ist nur, wie lange der Plan von Dieter Bohlen noch ab. Zumindest für einen Großteil der Zuschauer steht die Stimme der Kandidaten nämlich immer noch an.